Liebes Tagebuch, ich bin den dritten Tag in Amerika und heute war es besonders aufregend. Ich hatte natürlich wieder meinen Freund John dabei. Ich habe ihn immer dabei, so wie Sherlock Holmes Emma Watson dabei hat. Weil uns niemand einen Jet lieh, mussten wir uns heute früh als erstes ein Auto mieten. Eigentlich wollte ich ein schönes Leonardo DiCaprio oder eine Kutsche mit einem echten Kutscher. John Travolta aber doch lieber einen billigen Amismart. Wir einigten uns auf einen roten Jean Renault. So ging die Reise los. Im Radio kam ein Bericht über ein Judengesetz, das sogenannte Jude Law. Doch ich legte eine CD ein und drehte den Chris Rock auf. Da ich nicht glaubte, dass Johnny nach Fort Knox will, fuhr ich Richtung Hollywood. Bald hielten wir an einer Tankstelle. John hatte Hunger, während ich also Vin Diesel tankte, suchte er etwas zu essen. Erst wollte er zu Burger King, aber dann ging er doch bei McRyan. Nur dort konnte er einen Jason Statham Burger und einen McKellen bestellen. Da er noch nicht satt war, aß er noch einen Glenn Close mit Hammelbraten, denn er mag Hammel. Und für unterwegs kaufte John Cusack, also Milch, eine Tasse heißen Al Pacino und Brötchen vom Milla Jovovich. Mir hatte er einen Salat mitgebracht, da ich Vegetarier bin. Er lacht mich zwar deswegen aus, aber hey, wenigstens bin ich nicht Veganer oder Jennifer Garner. Wir fuhren weiter und kamen schließlich in Hollywood an. Während John shoppen ging, suchte ich mir ein Casino. Dort sah ich, wie ein Pfarrer den Jack Black knackte. Der schwimmt nun als Christ in $1 Million. Kein Wunder, dass John beim Zocken mit Christen sturt. Plötzlich nahm er sein Geld und rannte zum nächsten Fahrstuhl. Ich dachte nur, aha, ein Lifteiler. John hatte inzwischen eine Rassel gekauft. Er meinte, sie sei schwarz, doch ich fand die Rassel grau. Außerdem war er ein Fan des Films Castaway und hatte einen Volleyball erstanden mit der Aufschrift Your Own Wilson. Wie Zoe die Chanel-Tasche aber noch unbedingt gekauft werden musste, ist mir schleierhaft. Wenig später trafen wir eine frustrierte Prostituierte mit Namen Kate. Sie hatte ihren Zuhälter Mr. Rissen dabei. Kate winselte, denn Kate hat so einen verdammt harten Job. Sie sagte, seit ein paar Tagen sei sie zurück im Verkauf. Ja, jetzt ist Kate back in sale. Back in the woods. Bevor wir sie jedoch trösten konnten, ging sie mit Harrison fort. Dann kamen wir an einem Piercing-Studio von den Brüdern Ben und Charlie vorbei. Logisch, warum sich der Laden Pierce Bros nennt. Ben hatte seine Freundin Jessica dabei. Sie wollte ein Piercing in den Schritt getackert haben. Also nahm Ben den Chris Tucker zur Hand und Jessica bielte ihr Gesäß auf den Tisch. Charlie schien Jessica albern zu finden. Sie stritten und waren laut. Verglichen mit denen war Ben stiller. Aber schließlich hatte Ben einen Fleck im Gesicht. Auch sonst war sein Gesicht entstellt. War er doch unstolzer Besitzer eines Anthony Hopkins. Die drei wollten mit uns britisches Daniel Craig rauchen. Doch da ich davon immer Liam Neeson muss, gingen wir von dann. Wir tauschten noch Telefonnummern aus und ich versprach, ich würde Ben, Charlie und Jessica Simpson, wenn wir mal wieder nach Hollywood kommen. Als wir weiterfuhren, sah John plötzlich eine Schattengestalt. Da! Ein Phantom! Häng's ab! Rief er. Ich fand das Phantom gruselig, also fuhr ich schnell weiter. Schließlich erreichten wir den Whoopi Goldberg. Dieser war in herrliches Grün getaucht und bewachsen von tausenden Jeff Goldblumen und ein paar Orlando Blumen. Plötzlich waren wir von Indianern umzingelt. Der vermeintliche Stammesvorsitzende verletzte mich mit einem kleinen Stock am Arm. Es war wohl eine Art Elektroschocker, denn da kamen elektraonische Funken raus. Aber es tat fast gar nicht weh und ich ließ mir nichts anmerken. Außerdem bildete die Wunde sofort orangenen Schorf, sogenannten Rupert-Grind. Der Häuptling hielt mich wohl für einen verrückten Dämon, denn er betitelte mich mit Matt Damon. Er befahl seinen Schergen, mich zu überprüfen. You, Jackman!
diese verfluchten meine verdammte Sandale. A damn Sandler. Sie wollten mich gerade zur Folter in ihr Brotloch, das Brad Pitt, werfen. Doch John ließ das nicht zu. Ein wenig Deutsch konnte der Häuptling wohl auch, denn er nannte Johnny Depp. Doch dann meinte er plötzlich John Goodman. Er hielt ihn anscheinend für einen großen, heiligen Krieger, denn er sagte You Grand Holy Hunter. Er hielt eine Halle Berry in seiner hellen Hand und sagte I drew Berry more than anything else. Zu Deutsch, er malte Bären mehr als alles andere. Der Häuptling schien mir zunehmend verwirrt zu sein. Er forderte mich auf, sein hohes Ei zu verkaufen. Selma Hayek! Schrie er mich an. Offensichtlich war eine zivilisierte Konversation nicht mehr möglich. Wir wollten gehen, doch er hob die Hand zum Protest und rief You today gefangen and morgen free man. Ich spielte jedoch lieber mit ihm eine verkürzte Version von Schere, Stein, Papier, genannt Sharon Stone. Da ich mit Stein gegen seine Schere gewann, durften wir gehen. Jetzt sitzen wir in einem Hotel und reflektieren über den Tag. Morgen wollen wir vielleicht in die tanzende Hauptstadt der USA fahren, ins Denzel, Washington. Oder aber nach Kuba, wenn nicht mal wieder zu viel Öl, Schlamm und Matsch im Karibischen Meer ist. Ich lasse den Tag jetzt leise ausklingen und schaue mir noch mit einem alten Projektor Cameron Diaz an. John ist gerade ins Bett. Er will schon pennen. Der nicht satt war, aß er Scheiße.